Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um den Great Vault. Und zwar wollte ich da mal wieder ein paar Items rausziehen, sowohl mit meinem Main als auch mit meinem Hordenschar. Und ja, ich würde sagen, da gucken wir mal rein. Mit meinem Main-Char war ich so ein bisschen im M-Plus wieder unterwegs. Damit sind wir jetzt eigentlich soweit durch. Zumindest die Heldentaten habe ich mir jetzt soweit eingetütet. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendein schönes Gear da rausziehen. Und ja, mal gucken, was habe ich denn eingestellt? Ja, Wildheit passt eigentlich. Mal eine höhere Waffe wäre noch ganz nice. Oder ich krieg nochmal dieses dreckige Trinket. Das kann ich... nein, warum? Das habe ich das letzte Mal schon gekriegt. Ich habe das Ding hier im Inventar, ne? Seht ihr das? Oder das war vor 2 Wochen, habe ich es gekriegt. Das Ding ist halt nicht geil. Ich habe das getestet. Nicht geil. Jetzt habe ich das nochmal gekriegt. Perfekt. Und was haben wir hier? Wir haben eine Brust auf 421. Ich denke, das ist ein Upgrade, weil das kann ich ja in ein Set-Item umwandeln. Ne? Also das, ja, das kann ich machen. Ich war jetzt irgendwie überlegen, ob ich die Steinchen nehme für extra Sockel. Aber ich denke mal, das macht Sinn. Wandeln wir das in ein Set um. Und dann ist das, denke ich mal, ne, ja, es ist ein Upgrade. Passt. Ist jetzt nicht super duper, ne, aber es ist ein Upgrade. Ich bin jetzt überlegen, ob ich nächste Woche nochmal Keys mit dem mache, weil das, was ich haben wollte, habe ich. Aber ich könnte hier noch ein paar Tapferkeitspunkte brauchen, um dementsprechend noch Vorlagen zu kriegen. Und zwar im Mythic-Modus brauche ich hier noch 2 Vorlagen, wie ihr seht. Und da habe ich schon die Grund-Items hier. Die habe ich anscheinend irgendwo mal aus M-Plus bekommen. Die müsste ich aber noch upgraden. Dafür brauche ich Punkte. Da muss ich mal gucken, ob ich das Mythic-Set da vielleicht eventuell mit noch voll mache. Aber das schauen wir mal, ob es das halt wert ist, die 1-2 T-Mox zu kriegen und dafür jetzt noch im M-Plus zu spielen. Muss ich mal gucken. Aber prinzipiell bin ich jetzt mit dem zumindest für die Season soweit durch. Gut, dann schauen wir noch zu meinem Hordenschar. Hier auf Wunsch quasi der Community im Stream, dass ich mich mal T-Mock, habe ich mal das Elite-Set getemockt, wie ihr seht. Und ja, jetzt macht der Char auch ein bisschen mehr was her. Bei den Twinks ist mir das ja eigentlich relativ egal, was die für ein Gear haben. Und ja, mit dem Char habe ich ein bisschen RBG gespielt. Das, ja, jetzt seit ein paar Wochen bin ich da jetzt dran. Und ja, mittlerweile sieht es ganz gut aus. Ein paar Titel brauche ich ja auf der Hordenseite noch. Und ja, müssten auch ein paar Sachen im Vault sein. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch unbedingt groß was brauche an Items, weil die PvP-Sachen scalen ja eh hoch. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Vielleicht ist irgendwas drin, wo ich sage, das können wir brauchen. Okay, hier wäre eine Brust drin, wo ich einen T-Mock kriegen würde. Oder ich hole mir die Sockel und hau mir noch irgendwo einen Sockelstein rein. Das wäre sogar vielleicht besser, weil ich glaube, ich habe eh genug Punkte, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Gut, ich habe 8000 Eroberungspunkte. Obwohl, ich glaube, ich hole mir das T-Mock-Teil, scheiß auf die Sockel und kann mir dann vielleicht mehr Waffen-T-Mocks kaufen. Überlegen, ich habe ja eigentlich noch gar keinen Sockel mehr in dem Gear drin, ne? Will ich Charakterstärke oder will ich T-Mock haben? Das ist jetzt die Frage, ne? Ich könnte natürlich auch irgendwo so einen Sockel in den Ring oder so zum Beispiel reinbasteln. Wisst ihr was? Ich hol mir den Sockel, weil ich muss mir eh irgendwann dann die Dings holen, ne? Wie heißt? Die, diese kompletten Sets, wo man dann alle Teile kriegt und das wird wahrscheinlich dann erst nächste Expansion sein, weil ich werde eh nicht alle möglichen Sachen kaufen können mit den Punkten, also das bringt glaube ich nichts. Nee, dann machen wir es ganz easy und ich nehme die Steinchen, dann habe ich nochmal ein bisschen Sockelzeug, das ist wahrscheinlich die clevere Wahl. Ich war aber versucht quasi das Ding zu nehmen, ne, das T-Mock-Teil. Dann können wir uns jetzt eigentlich hier gleich ein Sockelsteinchen kaufen, oder? Wo haben wir es? Genau, hier ist Sockel. Kann ich jetzt halt irgendwo reinbasteln, zum Beispiel... Ja, das will ich machen. Hier, Versa Mastery auf den Ring, den werde ich auf jeden Fall behalten. Also der ist schon mal recht gut. Dann können wir uns da noch irgendwas reinmachen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein paar Mastery Versa Sockel drin. Und ja, mal gucken, dann können wir da vielleicht auch noch einen reinbasteln. Gut, dann war das ja schon halbwegs erfolgreich. Mein Katalysator-Zeug kann ich wahrscheinlich jetzt mit dem Char noch nicht benutzen. Wir können jetzt mal noch kurz hochfliegen. Aber ich meine, da muss ich wahrscheinlich erst die Quest machen, ne? Die habe ich jetzt ein bisschen spät heute erst angenommen. Ich habe jetzt schon den World Boss mit ein paar Twinks schon umgehauen.
Und damit hätte man das ja wahrscheinlich schon voll machen können, aber da ich eh noch jetzt ein bisschen RBG nachher spielen werde, denke ich mal, mache ich es darüber voll. Also heißt, wenn wir jetzt hier in die Bredouille kommen, dass ich dementsprechend keinen Katalysator-Charge habe, dann werden wir es halt danach hochbasteln. Jetzt gucken wir einfach mal schnell, wie es aussieht. Oh, komme ich da noch hoch? Ja, könnte funktionieren. Weil ich habe einige von den Charges rausgehauen, um dementsprechend mein ganzes Zeug umzutemocken und ja, da die Temok-Sachen zu kriegen. Ja, ich glaube, das funktioniert, oder? Jawohl, ich habe sogar noch einen. Perfekt. Das gleich mal umwandeln. Und dann muss ich hier noch eine VZ drauf basteln, sehe ich gerade. Ja, schauen wir mal, ein bisschen mehr Item-Level ist das Ganze dann. Höhere Trinkets könnte ich halt auch ganz gut mal brauchen, ne? Da hänge ich noch so am meisten hinterher. Aber das Problem, was ich da so ein bisschen habe, dass die relativ gut sind aus dem Raid, ne? Und da ich aktuell nicht aktiv im Raid bin, ist das immer so eine Sache. So, jetzt haben wir jetzt hier noch die VZ drauf. Erweckte Werte. Das sind die hier. Naja, mittlerweile sind die VZ relativ günstig. Und dann sind wir tatsächlich auch schon komplett durch mit einem kleinen Opening. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne eine Woche wieder. Und dann können wir dann gucken, was wir da so rausziehen. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.